is this place? Walter? Ich bewege mich mal gerade noch nicht, ja. Ihr seht ja selber, dass es teilweise, wenn ich mich umsehe, noch ein bisschen ruckelt. Ich lasse mal die Texturen entspannt laden. Ich glaube, jetzt können wir uns langsam bewegen. Zur Präsentation. 10 Jahre. 10 Jahre Rosendahl. 10 Jahre Widerstand. 10 Jahre Wunder. 10 Jahre Rosendahl. Und was ist das hier? Sind wir hier rausgekommen oder was? Es sieht so geil aus. Ich will da rein. Aha, aha, aha. Testprotokoll 32, Testdatum 4.6.1979. Hatten wir nicht letztens 75? 79? Wir sind in die Zukunft? Sind wir jetzt in der DDR der Zukunft oder was? Also 1979. Zukunft. Hashtag. Dicke Anführungszeichen. 10 Jahre. 10 Jahre Fortschritt. Da wieder 10 Jahre Rosendahl-Widerstand und Dingenskirchens. Okay. Ja. Ich glaube, jetzt erst geht das Spiel lang. Was erwartest du, Mädel? Ey, du hast die ganze Zeit noch keine Antwort bekommen. Was erwartest du? Dass der nach all den Minuten hier chillt und sagt, ach, Nora. Ja. Ey. Schön, dich zu sehen. Was machst du hier? Wie geht's dir? Groß bist du geworden, Mädel. Dicke Titten, geil. Kartoffeln, vor Bock zu f***. Was erwartet sie? Weißt du, so komplett fremder Ort, du warst da noch nie. Erstmal rumbrüllen. Walter, hier bin ich. Hallo, frisst mich, vergewaltigt mich, was auch immer. Erstmal einfach Fresse halten und analysieren, oder? Würde ich jetzt machen. Das Telegramm, 1 von 2, 15.01.1979. Pavel. Pavel? Pavel aus der Kommunikationsabteilung hat mir heute... Ach so, wir sind nicht Pavel, okay. Aus der Kommunikationsabteilung hat mir heute dieses Telegramm übergeben. Der Junge war etwas durcheinander und in seiner Hand hielt er die Nachricht, um die es sich alles dreht. Ich versuchte zu verstehen, was auf dem Papier zu erkennen war. Wer ist der Absender? Fragte ich. Aber der Junge wusste es nicht. Der Telegraf hatte es am Morgen einfach ausgespuckt. Sind das zufällig die beiden Zettel, die wir da gerade in dieser Bibliothek oder was das immer war? Ach, guck mal. Da waren so 2 Zettel, ne? Markus meint, er wüsste, was das ist. Ich hab... Eine Taschenlampe. Geil. Ja. Habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Gut, Ventilrad. Einmal benutzen, bitte. So. Okay. Das haben wir jetzt mal nicht gesehen, wa? Oh, guck mal, ein Save Point. Schön. Erstmal speichern. So. Nice. Schön. So. Jetzt, wo wir
Was ist das denn? Und dann hat er so leuchtende Augen. Geh mal weg. Geh mal. Oh Gott. Es hat sich wieder beruhigt. Sonst hätte ich kurz ans HDMI-Kabel gemusst, damit sich's wieder... Ja, kauf niemals billige Amazon-HDMI-Kabel, die halten nicht lange. Glaub mir. Ich spreche aus Erfahrung. Da Telegramm 2 von 2, 15.01.1979. Am Rand waren Maßangaben zu erkennen und in der Mitte eine Art Diagramm... das eine Art Maschine darstellte. 97 Seiten waren es und alle zeigten sie Komponenten, die wohl ein großes Ganzes ergeben sollten. War das Telegramm zufällig an den falschen Empfänger gekommen? Oh, geil. Jawohl, Pickaxe. Nice, machen wir erstmal. Jawohl. 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 Bücher, ich hasse Bücher. Bücher sind scheiße. Wer will denn heutzutage noch was lesen? Weg damit. Oh, warte, die Lampe. So. Bücher, Bücher. So. Oh, Pistolenmunition. Jawohl. Ist es denn schon soweit? Ich hab doch noch niemals eine Waffe. Wie wär's erstmal mit einer Waffe? Ich hab hier nur so eine Pickaxe. Damit kannst du doch nicht so viel anfangen, dö. Hallo? War der nicht gerade hier? Wo ist er hin? SMG! Oh, schweres Maschinengewehr! Da wieder. Aber die leuchten nicht. Warum leuchten die nicht? Das verstehe ich nicht. Hier ist nichts drin. Okay. Man weiß immer, wo die Crouch-Taste ist, ne? Es ist immer Steuerung. Hier ist nichts? Nee. Was? I don't know who you are, but if you want to live longer than 5 minutes, you should probably get the hell out of there. Then tell me how. The elevator needs power. The steam machines through the door underneath me are your only hope. Who are you? Hey, wait, wait, come back! Immerhin der erste Mensch, den wir sehen. Abgesehen von... Ich bin ein richtiger Junge! Ja! Ich lebe! Gucke mal! Ja! Okay, so. Können wir jetzt hier? So. Geil. So, was haben wir denn hier? Hier leuchtet was. Sind das Snackautomaten oder Schwefelsäure? Lull. Salpetersäure. Lull. Okay. Werden wir das später brauchen? Pistolenmunition. Noch mehr Pistolenmunition. Ein Plattenspieler. Mhm. In the place with the books. An dem Ort mit den Büchern, wo sich grün und weiß treffen. Erstens, warum nicht übersetzt? Zweitens... Was?
An dem Ort mit den Büchern, wo sich Grün und Weiß treffen? Was? Ich höre hier irgendwo so ein Energieding. Pium. Und dann wieder. Die ganze Zeit. Was ist das? Macht mir Angst. Ich will das nicht. Mami. Es macht keinen Sinn mit den Büchern vor allem. Ankunft Rosendahls. 9.11.1989. 1989 mittlerweile. Der Mann aus einer anderen Welt. Am gestrigen Abend wurden die königlichen Wissenschaftler im Institut für angewandte Wissenschaft Hackavik sehr überrascht aus ihrer Arbeit gerissen. Während Arbeiten an einem noch nicht veröffentlichten Projekt am Institut erschütterte eine Explosion das gesamte Gebäude. Unmittelbare Nachbarn beschrieben den Vorfall als erdbebenähnliche Erschütterung, die etwa 20 Minuten lang andauerte. Als sich der Rauch legte, stand ein elegant gekleideter fremder Mann vor dem Wissenschaftlern. Die Polizei nahm den mysteriösen Mann fest und befragt ihn derzeit im Präsidium. Es ist schwierig, wenn man teilweise auch noch die Schreibfehler korrigieren muss, ja? Also. Simultan. Gönn dir einfach, Bruder. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Hier sind wir gerade so vorbei. Wegen den Jungs da vorne. An elevator. Maybe that's the way out of this terrible place. Der Aufzug in der großen Halle funktioniert nicht. Wenn ich irgendwie eine Stromzufuhr bekomme, erreiche ich vielleicht die Oberfläche. Ich muss jetzt mal was essen, ja? Markus, hast du schon was gegessen? Maybe I can find something to remove the rust. Wir brauchen Rostlöser. Bist gerade dabei. Was gibt es denn? Ich futter selbstgemachten Burger. Markus futtert selbstgemachte Pizza. Als hätten wir uns abgesprochen. Einfach geil, Markus. Du bist Hammer. So. Kommen wir hier rein? Offensichtlich ja. Sind da jetzt gerade wieder Roboter gespawnt? Geh doch mal weg. Okay, ich habe zwar Roboter gehört, aber nix da. Weiß ich doch. was haben wir denn hier? Erst weitere Zutaten? Was? Appetit und Schwere. Ach, zur Rostentfernung. Ei, ja. Warte mal. Schwefelsäure habe ich doch. Hier. Sulfuric Acid. Warum auch immer das in Englisch ist, aber das ist Schwefelsäure. Ah. Orthoborsäure. Was? Deuteriumoxid? Ammoniak. Und Apatit. Da ist das Apatit. Das brauchen wir. Ich nehme trotzdem einfach mal alles mit. So, zack. Oh, warte mal.
Ich nehme einfach mal alles mit. Zack. Puff, erstmal Baseball. Ah, schön. So, Appetit brauchen wir. Da. Und jetzt hier? Rust Remover. Geil. Wie geil ist das denn? Guck mal, hier haben wir Batterie, die nehme ich natürlich mit. Und schweres Maschinengewehr, ja. Freue ich mich drauf. Bin gespannt, wann wir das kriegen, du. So, Rust Remover. Und hier, so, zack. Schick. Das hat funktioniert. So, hier. Pistolenmunition. Was war das denn? Ich habe wohl irgendwas gegessen. Okay. Keks. Keine Ahnung. Da war ein Keks drin. So, ich mach mal Taschenlampe. Ich wollte gerade sagen, ich mach mal Taschenlampe aus. Brauchen wir nicht. Bisschen Batterie sparen. So. Wo sind wir denn hier? Irgendeine Maschinenhalle. Was? Achso. Siehste, ich denk mir immer, da ist irgendwas, was man looten kann, oder dann ist das einfach nur irgend so ein Objekt, oder... Pormy Blues. Oh, sag nicht, wir können den Plattenspieler... Wir müssen gleich nochmal zurück zum Plattenspieler. Markus, weißt du noch, wo der war? Der Plattenspieler. Wir müssen... Dampfkontrolle. Ja. Funktioniert super. So, was ist das? Ah, Streichhölzer. Thundersticks. Das sieht mir nach einem Ofen aus. Kohle! Ja! Wasser! Auch ja! So, und jetzt müssen wir es anzünden, ne? Rein logisch jetzt. So. Oh. Funktioniert. Geil. Haben wir auch direkt Dampf. Sehr realistisch. Aua. Heiß. Ne, warte mal. Da unten ist doch bestimmt noch was, oder? Bevor ich jetzt weitergehe. Erst nachgucke. Ne, was... Jetzt wirst du es aber, oi. Entschuldigung. Hör mal, jetzt gehen die aber ab, ne? Ja, ich weiß, ich bin ein kleines Kind. Lasst mich. Man darf das Kind in sich nicht verlieren, ja. So. Nice, jetzt sollte der Aufzug funktionieren. Na komm,
mir was abgezogen mit einem Arm. So, du Drecksau. Hier. Piss dich. Ich hoffe, du hast es bequem. So, der darf jetzt mal da rumhängen und über seine Fehler nachdenken, ja? Geht ja gar nicht. Frechheit. Süß. Das war unser erster Kampf. Ich weiß nicht, warum Twitch teilweise auf die schlechteste Qualität einstellt. Es ist komisch. Was sind das für Dinger? Die machen halt auch irgendwelche Geräusche, ne? Wie so R2D2. Ganz komisch. Ganz, ganz merkwürdig. Oh. Nice. Eine Pistole. Schön. Kann man immer gut gebrauchen. So, jetzt geht die Schießerei los, du. Zack. Noch ein bisschen schwer Maschinengang, aber haben wir noch gar nicht. Für die opfer ich doch keine Munition. Guckt euch die doch mal an. Die können nix. Gar nix. Luschen sind dort, allesamt. Ja, und jetzt? Ich glaube, ich muss da hoch, ne? Warte mal. Ja. Easy. Easy. Kommen wir da rein? Nee. Scheinbar nicht, ne? Warte mal. Erst lesen. Tagebuch von Josef Ostwald. 1 von 5. 6.1.1991 mittlerweile. Ich muss diesen Wahnsinn beenden. Unser neuer König Rosendahl. Der Mann aus einer anderen Welt. Der Mann aus einer anderen Welt. Walter? Wir sind aus einer anderen Welt? Aber kann das sein, dass er vor uns, lange vor uns, das, keine Ahnung, wir sind zwar kurz nach ihm in diese Maschine gegangen, aber in der Zwischenzeit, keine Ahnung, sind 100 Jahre vergangen oder so und unser guter alter Walter ist tot? Aha. Glaubt wirklich an diese neue Energie, aber seit die leise Energie, wie sie genannt wird, aus dem Institut raus und in unsere Haushalte und Fabriken fließt, habe ich ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Das ist zu gut, um wahr zu sein. Das Ganze muss einen Haken haben. Ich werde ein Auge auf diese Wundermaschine und Rosendahls Pläne haben. Joseph Oswald. Mhm. Hello? Somebody there? You heard my voice? Hello? It's you. You made it of the elevator. Congratulations. Who are you? Well, that's what I wanted to ask you, because, you know, you came here, not the other way around. Well, I'm just a traveler. Well, I mean, after saving your life, I kind of expected a tad more information. Okay, I come from, different place, and I'm just here to look for someone who arrived here just before me. Well, welcome to Hackovic, then.
woman from a different place. I have some bad news, though. Nobody's come here in over 20 years. That can't be. Well, maybe it can't. But it's the truth. This city was evacuated 10 years ago. Well, maybe then you just missed him. Maybe you just... I mean, you can hardly miss the machine growling and shaking the whole block. It hasn't been doing that for a long time, you know. Listen, you're in danger here. Be for the best if you were to leave this building first. I'll tell you more outside. 20 years? Something is not right here. Vielleicht keine 100 Jahre, aber 20 Jahre ist auch schon eine Weile, oder? Also... Klingt plausibel, oder? Also, Stadt wurde vor 10 Jahren evakuiert, okay. Warum auch immer. Vielleicht wegen Rosendahl. Komisch. Okay, wir gucken mal weiter. Jetzt ist meine ganze Taschenlampe leer, weil ich die ganze Zeit anhatte. Ich Vollidiot. Ich scheiß Vollidiot. Hauptsache, wir haben hier Licht. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Hier haben wir... Oh, Gott sei Dank. Batterie. Batterie. Jetzt haben wir wieder Batterie. Okay. Stabiles Holz. Pistolenmuni... Oh, schön, man kann beim Treppen hochgehen nach unten gucken. Das kann man bei wenigen Spielen. Ich hasse es, wenn man bei Videospielen, wenn man eine Leiter hoch oder runter geht, wenn man nicht nach unten gucken kann. Warum? Warum macht man sowas? Wer guckt denn beim Leiter hochgehen nur nach oben? Also ich nicht. Ich gucke auch runter auf meine Füße. Die Musik ist zwar gerade so schön verträumt, aber ich traue dem Braten gerade nicht. I'm in some sort of cafe. This music is creepy as hell. A little aid to calm you down. You're welcome, by the way. You're nearly there. Not sure if the music helps or makes it worse. Das gibt gerade schon so ein bisschen Bioshock-Feelings, ne, mit der Musik. Come on, guys. Wieder schwere Maschinengun-Munition. Gut. Atlas... Von Wewelsstadt. Atlas? Warte mal, Atlas? Atlas. Das, die KI aus der DDR. Atlas. Öffentliche Stellungnahme. Bürger von Hackerwick. Hackedicht. Zu meiner großen Enttäuschung musste ich erfahren, dass die laufenden Angriffe, unter denen ihr alle jeden Tag leidet, mit hoher Wahrscheinlichkeit von unserer Nachbarstadt Wewelsstadt organisiert oder zumindest mit unterstützt werden. Wir werden alles in unserer Möglichkeit Stehende in Bewegung setzen, um uns gegen diese Gefahr zu verteidigen. Ich bitte nun euch alle um euer Vertrauen. Wir schaffen das zusammen, euer gewählter König Rosendahl. Das ist schon mal irgendwie ein Widerspruch für sich. Ein König wird nicht gewählt. Ein König regiert. Damit das klar ist. Es klang gerade wie Technomucke da draußen. Z-z-z-z.
höre ich wieder Maschinen. Von da unten, aber da unten waren wir, ne? Da kommen wir her. Da kommen wir her. Und hier sind wieder diese Dinger. Ja, machen wohl scheinbar nichts. Ah, da kommt das Geräusch her. Hab dich.